Morgen beginnen die Olympischen Winterspiele in Südkorea, meine Damen und Herren. Es wird wieder mal eine große Feier des Sports werden. Klar, Doping ist ein Problem, ja, wird auch ein Problem bleiben. Die Ticketpreise auch, das ist unschön, die sind leider sehr hoch, sodass sich die meisten Südkoreaner sich das nicht leisten können, bei den Spielen dabei zu sein. Ist auch ja, suboptimal. Und okay, für die Skiabfahrtsstrecke wurden zehntausende Bäume gefällt, manche davon 500 Jahre alt, Umweltschützer protestieren. Das ist alles nicht richtig schön. Aber es gibt dafür ganz neue Sportarten, zum Beispiel Roden, ja, oder nordische Korruption oder Skispritzen. Da sind die Russen besonders. Hört man ja, die Russen. Es gilt ja als erwiesen, dass die jahrelang Staatsdoping betrieben haben und fast alle Athleten der letzten Spiele komplett gedopt waren. Gemäß dem olympischen Motto, high sein ist alles. Deswegen hatte ja das IOC die russischen Sportler lebenslänglich gesperrt, aber sich nicht getraut, Russland komplett auszuschließen. Die haben gesagt, okay, unter neutraler Flagge, hat das IOC gesagt, unter neutraler Flagge dürfen dann einige doch antreten. Neutrale Flagge, weiß gar nicht, sieht, glaube ich, so aus. Ja, also, ich muss sagen, ich hätte ja Putin ganz anders bestraft. Ich hätte gesagt, okay, Wladimir, Russland darf bei den Spielen mit eigener Flagge antreten und du darfst das Team sogar ins Stadion führen, aber es gibt nur eine Disziplin, Paarlauf der Männer. So hätte ich es gemacht. Jetzt wird es irgendwie ganz kompliziert. Jetzt hat der Sportgerichtshof KAS viele der russischen Sportler wieder freigesprochen aus Mangel an Beweisen. Okay, haben viele Athleten gesagt, dann machen wir uns doch auf, dann laufen wir schon mal los Richtung Südkorea. So gedopt wie wir sind, bis zur Eröffnung sind wir da. Ja? Dann aber wieder Thomas Bach vom IOC gesagt, nö, Urteil hin oder her, ich lade die aber trotzdem nicht ein. Ja, was denn jetzt? Ja, wer hat denn jetzt was zu sagen? Wer ist verantwortlich? IOC oder KAS oder wie oder was? Weiß Thomas Bach überhaupt selbst, was er will? Hat der Herrscher über das Game of Testosterons überhaupt noch das Zepter in der Hand? Ich bezweifle das.